geht es mit dem Sakrament der Krankensalbung, der sogenannten letzten Ölung. Der Ritus besteht aus einer Besprengung mit Weihwasser, Fürbitten, Handauflegen und Salbung von Stirn und Händen. Nach katholischem Verständnis hat dies eine sündenvergebende Wirkung. Die letzte Ölung ist, wie alle anderen Sakramente auch, natürlich nur ein Machtmittel der Kirche. Sie will immer dabei sein, vor allen Dingen bei allen wichtigen Stationen des Lebens. Also bei der Geburt, durch die Taufe, bei der Ehe und beim letzten Gang des Menschen von diesem Leben in ein anderes oder in den Tod. Sie will dabei sein und deswegen ist diese letzte Ölung wirklich das letzte Sakrament, denn sie ist das Erfundenste vom Erfundenen. Dabei haben natürlich im Laufe der Jahrhunderte eine große Rolle gespielt, die Tatsache, dass sie auf ein großes Erbe hoffen konnte. Es gibt eine ganze Reihe von Dokumenten, von Biografien und so weiter, die beweisen, dass die Kirche im letzten Stadium eines Menschen alles daran setzt, mit viel Trost, mit viel Schmeicheleien, mit viel List, den Menschen zu sagen, durch mich, durch den Priester, kommt ihr ins Himmelreich, aber dafür wollen wir auch was und vermachen sie uns doch ihr Vermögen oder einen Teil des Vermögens. Deswegen ist die letzte Ölung auf jeden Fall auch motiviert dadurch, dass die Kirche beim Sterbenden sein will, um ihn noch zu beerben. Aber wie gesagt, wie bei allen Sakramenten spielt dieser Hokuspokus der Zeremonie, weil das Volk eben, die meisten im Volk, sinnlich sind, das sinnlich Farbige sehen wollen, also eine Zeremonie sehen wollen. Der Priester betupft mit Öl, das vorher zu heiligem Öl erklärt wurde, das vorher gesegnet wurde, auch wieder mit verschiedenen Sprüchen, betupft verschiedene Organe des Menschen, alle seine Sinne, Augen, Ohren und so weiter, um zu zeigen, dass dieser Mensch voll Mensch war und auch als voller Mensch einmal der Auferstehung teilhaftig werden soll. Also eine Zeremonie mit vielem Brimborium, um den Menschen zu zeigen, wir kümmern uns auch noch im Augenblick des Todes um euch. Ihr geht nicht allein in diesen dunklen Tunnel, der vom Leben in den Tod führt. Aber wie gesagt, es ist nicht die geringste Spur in den Evangelien, dass Jesus eine letzte Ölung eingesetzt hätte. Jesus nimmt manchmal Lehm von der Erde, bespeit es und legt es auf eine Stirn oder auf einen Arm, damit dieser geheilt werde. Aber mit der letzten Ölung im Sinne des kirchlichen Sakraments hat das gar nichts zu tun. Mit Sicherheit ein großer Teil dessen, was die Kirche durch Vererbung von den Gläubigen im Todesstadium bekommen hat, auf die letzte Ölung zurückzuführen, dass die Kirche dabei war, dass die Kirche dem das letzte Sakrament des Trostes gespendet hat und der Sterbende sozusagen noch auf dem Sterbebett bereit war, sein Vermögen an die Kirche zu vermachen. Denn wir haben allein in Italien über 22% des Eigentums gehört bereits der Kirche und in Rom gehören über 60% der Gebäude ebenfalls dieser Kirche. Man kann mit Sicherheit annehmen, dass ein großer Anteil davon durch Vererbung im Stadium
der letzten Ölung getan wurde. Es kommt dazu, dass wir ja in der Geschichte der letzten Ölung eine Menge von Zeugnissen, glaubwürdigen Zeugnissen haben, auch Zeugnissen berühmter Männer, die im letzten Moment labil und schwach, fast wortbrüchig wurden, weil sie gesagt hatten, ich brauche keinen Priester, ich will im letzten Moment meines Lebens keinen Priester dabei haben, und die im letzten Augenblick doch nach dem Priester gerufen haben, weil die jahrtausendelange Predigt der Kirche über die Qualen der Hölle dazu geführt haben, dass man im letzten Moment noch Angst bekommt. Und so spielt natürlich bei der letzten Ölung auch noch der Wunsch, in den Himmel zu kommen, eine Rolle. Und da ist man dann auch bereit, so manches von seinem Eigentum oder sein ganzes Eigentum an die Kirche zu vermachen. Außerdem ist die ganze Vorstellung diesbezüglich irrational, denn man kann sich das Himmelreich nicht erkaufen. Ich kann noch so viel an Menschen geben, wie sagt es Paulus, und wenn du all dein Hab und Gut an die Armen verteilst und der Liebe nicht hast, ist das völlig unnütz. Also, es geht darum, dass in der letzten Ölung ein Mensch nochmal geistig angesprochen wird, aber ihm nicht irgendwelche Versprechen aufgrund von Dotationen gemacht werden. Er soll was geben und dafür kriegt er das Himmelreich. Oder wie es Kardinal Meissner mal in einer Talkshow gesagt hat, ich trage immer meinen Taufschein bei mir, den zeige ich, wenn ich zu Petrus komme an der Himmelstür und dann muss er mich reinlassen. Man kann sich weder durch Taufe noch durch Geld den Himmel erklimmen, weil der Himmel ist etwas so Geistiges, so über allem irdisch-materiellen, unvorstellbar höher stehenden, dass man mit Geld und mit Anpasserei an die Kirche auf keinen Fall diesen Himmel erreichen kann.